Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Valheim hier auf Dannebär TV. So, offscreen habe ich neue Erkenntnisse erlangt, und zwar diese Geschichte hier mit dem Boden angleichen. Bei den höheren Stellen, so wie wir es zum Beispiel hier vorne haben, habe ich jetzt festgestellt, wenn ich da erst einmal hier mit dieser Spitzhacke drauf klopp, dass das ein bisschen niedriger wird wieder. Dann ist es nachher auch einfacher mit dem Angleichen. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich der beste Weg ist, wie ich das hier mache. Wenn ihr da einen besseren Weg habt, schreibt es mir gerne in die Kommis. Aber für den Moment hat das für mich jetzt hier alles recht gut funktioniert. Deswegen würde ich das jetzt auch erstmal noch so beibehalten wollen. Und ja, machen wir das so. Wie gesagt, ich habe da gerne oder ich nehme da gerne Verbesserungsvorschläge entgegen, weil ich finde es jetzt so ziemlich müßig, das zu machen. Aber vielleicht gibt es da ja noch einen einfachen Weg. Und wenn nicht, dann ist es halt so, ist auch nicht schlimm. So, was wir jetzt noch machen wollen, jetzt wird es gerade schon wieder dunkel, so ein Ärger. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Aber ist nicht schlimm, dann gehen wir jetzt einfach nochmal schnell pennen. Und dann bauen wir hier jetzt erstmal die Base ein bisschen weiter. Was ich nicht bedacht habe, hier diese dicken Bäume, die darf ich noch nicht umhauen. Da brauche ich wohl irgendwie eine stärkere Waffe für. Müssen wir also nochmal vertagen, ist aber nicht schlimm, die sind nicht wirklich im Weg. Du träumst von einem Fluss, der den Berg hinauffließt und von grünen Sprösslingen, die sich dem Erdreich entgegenstrecken. Okay, wollte schon immer mal von sowas träumen, jetzt ist schon wieder so mega dunkel. Kann ich mich nochmal hinlegen und pennen? Jawohl, machen wir so. Bums. Lol. Okay, vielleicht darf ich doch nicht mehr schlafen. Okay, dann machen wir das jetzt eben mit der Fackel. Ist auch nicht weiter wild. So, ein bisschen Feuer haben wir hier hinten ja auch, also alles gut. So, also was wir machen wollen. So, sage ich die ganze Zeit, glaube ich. Ist ja mal nicht schlimm. Ich möchte hier unten quasi die Grundfläche schon recht groß und geräumig haben. Das Ganze soll nachher zweistöckig werden. Das habe ich da hinten liegen lassen. Zweistöckig werden und viel Spaß beim Verbrennen. Boom. Genau, und oben dann halt nochmal ein schönes Dach drauf. In der unteren Etage hätte ich gerne verschiedene Nischen für die Werkbänke. Ich weiß, aktuell gibt es zwei Stück. Das heißt also, es könnte durchaus möglich sein, dass ich im Nachgang hier nochmal einen Umbau vornehme. Aber für den Moment weiß ich schon, dass die Werkbank einmal zwei Bodenplatten in Anspruch nimmt. Die Werkbank selber. Dann weiß ich, dass es den Hackklotz gibt und zusätzlich noch dieses Gerbergestell. Deswegen bauen wir da jetzt erstmal diese Flächen so hin. Und jetzt gucken wir mal, ob ich hier gerade nochmal. Ja, doch, sieht ganz gut aus. So, und dann wollen wir da mal ein paar Wände drumherum ziehen. Dass wir hier quasi so die erste Nische haben, wo die Werkbank reinkommt. Und die soll im Prinzip dann auch hier wieder abschließen. Das heißt, das hier ist quasi die Grundfläche. Machen wir auch noch ein bisschen, wobei nur die passt von der Größe her, dass man schön laufen kann. Und dann geht es im Prinzip hier dann weiter mit der normalen Base. Das machen wir aber später. Jetzt möchte ich einmal die Werkbank wieder abreißen und eine neue bauen natürlich. Und zwar kommt die hier gleich schön mittig hin. So, nämlich. Und jetzt würde ich auch direkt gerne gucken. Für den Hackklotz brauchen wir 10 Feuersteine. Die können wir gleich sammeln. Und für das Ding brauchen wir noch Leder und Feuersteine. Dann machen wir hier so. Und jetzt ist die große Frage: Wie funktioniert das mit dem Dach? Wenn ich jetzt hier eine zweite Etage draufsetzen will, ich würde zwei Wände hoch auf jeden Fall schon mal bauen. Da haben wir es. Damit wir hier keine Probleme mit der Kopfhöhe bekommen. Sonst ist das so eingeengt. Kriegt man nachher Platzangst. So. So. Und so, weil da muss ja definitiv ein Dach drüber. Und so. Und so. Zählt das als Dach, wenn ich das jetzt so mache? Gucken wir mal. Scheinbar nicht. Andere Idee. Noch weiter rausbauen.
Oh, Holz ist leer. Nee, das reicht nicht als Dach. Das ist ja ärgerlich. Okay, das heißt also, ich muss im Prinzip die zweite Etage auch schon direkt fertig bauen. Dann lasst uns doch mal gleich gucken. Holzleiter, Holzstufen. Wie das hiermit funktioniert. Also ich muss für eine Etage schon mal zwei Stufen. Das heißt, ich muss vier Stufen nach oben bauen, dass das überhaupt funktioniert. Dann würde ich das da wieder wegreißen. Fehlende Voraussetzung. Okay, wir brauchen mehr Holz, glaube ich. Kriegen wir eine wenigstens? Eine geht. Okay. Die zweite endet dann quasi hinter der Tür. Warte, das will ich doch noch mal kurz gucken. Kriegen wir das irgendwie eleganter? So? Ja, doch, das passt. Okay, das heißt, wir brauchen nach wie vor noch eine Menge, Menge Holz. Das werde ich aber, wie gesagt, überwiegend offscreen zusammenkratzen. Wir werden aber jetzt trotzdem eine Rutsche, damit ich wenigstens mit dem Dach und so weiter schon anfangen kann. Hauen wir hier gerade mal noch zwei Bäume weg. Ist ja schnell gemacht. Kurz Ausdauer tanken. Mal was futtern. Nehmen wir hier so einen Pilz und so eine Himbeere. So, Nummer 1. Nummer 2. So, ja, ich weiß, ich hatte letzte Folge gesagt, ich werde das meiste offscreen farmen. Jetzt habe ich aber nicht damit gerechnet, dass ich tatsächlich nochmal ein komplettes Dach oben drauf zimmern wollte. Eigentlich wollte ich nämlich jetzt das Dach drüber ziehen und dann Schluss machen. Da wir die Werkbank aber nicht benutzen können, habe ich mein Ziel noch nicht erreicht. Also ändern wir das jetzt gerade noch. Hacken wir hier zusammen schnell nochmal die zwei, drei Bäume. Und dann kriegen wir das auch geregelt. Jetzt habe ich nur das Dings da weggehackt. Ich gehe mal ein bisschen beiseite. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass da gleich alles zusammenfallen wird. Ah, passt. So. Guck mal, das war ja schon mal reichlich. 10 Holz ist schon mal gut. Dann hauen wir ihn hier noch weg. Und dann dürfte es noch mal ein bisschen was geben. Autsch. Du kriegst auch noch einen auf den Dez. Hammer. So, und ihn hier noch. Lol. So, bin ich erstmal zufrieden. Und das sollte auch reichen. Das heißt, als nächstes brauchen wir wieder die Holzstufen. Ach, guck mal, der Kreis hier, zeichnet der die Werkbankfläche ein? Gehen wir mal wieder ein bisschen näher ran. So, dann müssen wir hier Boden natürlich auch noch mal richtig legen. Damit das auch sauber ist. Und noch mal zwei Wände. Wobei, stopp. Ach, guck mal. Hier habe ich jetzt einen Bockmist gebaut. Nee, muss ich nochmal abreißen, tatsächlich. Ich hoffe, dass das irgendwie geht, trotzdem. So wie ich mir das vorstelle, versuchen wir es mal von der Seite. So ist besser. Jetzt hier noch die Wand dran. Lässt er mich das machen? Jawohl. Sehr cool. Okay, dann kommen wir hier hoch. Und dann würde hier quasi nochmal mit zwei Stufen. Wobei, nö, zwei Etagen, das reicht mir eigentlich. Dann kommt hier jetzt schon das Dach drauf. Das heißt also, wir fangen mit dem 45er, 26er, mit dem 45er fangen wir an. Einmal und zweimal. Und jetzt gucken wir mal, ob ich damit jetzt mein Ziel schon erreicht habe.
Ei. Muss man echt ein bisschen schummeln hier, aber es funktioniert. Das ist erstmal das Wichtigste. So, dann lasst uns mal gucken, dass wir vielleicht noch mal eine Kiste aufstellen. Genau, das hier ist die Werkbank-Ecke. Ich würde auf jeden Fall das Lager möchte ich hier oben haben. Zumindest für einige Dinge. Noch nicht für alles, aber für ein bisschen. Und das Bett stelle ich jetzt auch erstmal provisorisch hier hin. Ich hätte es andersrum machen sollen. So, weil eigentlich, wie gesagt, zweite Etage steht eigentlich noch nicht zur Diskussion, aber da uns das Spiel ja jetzt keine andere Wahl gelassen hat, machen wir das jetzt so. Und guck mal, ich habe sogar noch genug Mats für eine Fackel. Dann würde ich die nämlich jetzt auch schon mal hier reinstellen, dass wir da klarkommen. Und dann bin ich, glaube ich, bis auf das Ding hier. Da fehlen jetzt noch mal 10 Holz und die Feuersteine, die holen wir gleich noch. Und dann sollte das funktionieren. Jetzt gehen wir erstmal an die Kiste. Die Federn brauchen wir im Moment nicht. Die Fackel ist abgebrannt. Können wir uns gleich nochmal drum kümmern. Kohle brauchen wir im Moment nicht. Hirschkopf brauchen wir nicht. Rinde brauchen wir nicht. Kann erstmal alles raus. Das behalte ich. So, dann lasst uns mal einmal schnell hier nochmal ans Ufer gehen. Gucken, dass wir die paar Feuersteine auftreiben, die wir noch brauchen. Dass wir den Hackklotz schon mal aufstellen können. Gibt es hier keine Feuersteine? Da war doch was. Zack, einer. Zwei, ich glaube, 10 braucht man. Ne? Also noch einen einzigen. Das sollte wohl funktionieren. Da ist er auch schon. Ne, doch nicht. Lässt er mich jetzt hier mit einem Feuerstein im Stich? Gehen wir nochmal die andere Seite ein bisschen entlang. Da ist einer. Sehr cool. So. Dann lasst uns mal sehen. Ups. Lol. Wieso kann ich denn... Geht das vielleicht wegen der Werkbank? Dass ich wegen der Werkbank hier das ganze Gebäude abreißen kann? Das ist ja cool. Machen wir doch direkt. Weil die Mats kann ich ja gut gebrauchen, ne? Einfacher als Holzhacken jedenfalls. Komme nur immer auf den anderen Knopf. Egal. Das ist ja geil, dass das so easy geht. Okay, jetzt den ultimativen Test. Ich werde ein Element lasse ich gleich stehen. So, ein Element steht noch und jetzt reiße ich die Werkbank ab. Jetzt darf ich nicht mehr. Okay, also es liegt tatsächlich an der Werkbank, Leute. Wenn ihr die Werkbank aufgestellt habt, könnt ihr ohne Probleme hier die Dinge abreißen. Das ist mir jetzt zu blöd. Ich weiß jetzt gar nicht, jetzt habe ich 10 Holz für die Werkbank ausgegeben. Sieben hat er. 17. Okay, also man scheint sogar die Mats 1 zu 1 wiederzukriegen. Das ist ja mega genial. Das heißt, ich würde jetzt in so einer Situation immer einfach eine Werkbank hinstellen, das Ding gerade abreißen und gut ist die Laube. Das ist ja mega. So, dann lasst uns jetzt den Hackklotz, das Judestück, stelle ich jetzt mal hier hin. Haben wir vielleicht sogar noch ein bisschen Platz für mehr Upgrades. Darf ich den vielleicht sogar hier irgendwo? Nee, ne? Nee. Das würde gehen. Machen wir so. Das ist nachher für den Schmiedetisch. Das hilft uns jetzt auch nicht weiter. Was bist du eigentlich? Ein Kessel? Brauche ich eine Schmiede für? Okay. Muss ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen. Aber für den Moment, was brauchen wir hierfür? 20 Lederreste, 15 Feuersteine. Ja, ich glaube, da haben wir bei weitem nicht genug. Okay, dann haben wir den Teil jetzt erstmal abgehakt. Nochmal alles reparieren. Perfekt. Dann gehen wir hoch. Wobei, warte mal. Wir können auch einfach hier so ein Holzstack hinschmeißen. Ja, habe ich jetzt noch keine direkte Geschichte für. Deswegen machen wir einfach hier. Zack, können wir uns ja nachher dann
einfach holen, wenn wir es brauchen. Das mit dem Floß muss ich mich auch nochmal mit auseinandersetzen. Das werden wir auch hier vorne direkt anfangen. Wobei, Sekunde mal eben. Bevor wir jetzt hier eine dicke Loot-Tour machen, was kosten das? 6 Lederriste, 6 Harz, 20 Holz. Habe ich. Ja, dann lass uns das doch gerade machen. Dann stellen wir jetzt einen Floß hin. Darf ich das hier aus Wasser setzen oder wie funktioniert das? Fehlende Voraussetzung. Was hast du für ein Problem? Ah, da muss eine Werkbank also in die Nähe. Ist aber kein Problem. Stellen wir eine. Hier ging es gerade. Da. Und jetzt kommt das Floß. Wo war es? Hier. Floß ist am Start. Werkbank wieder aufheben. Und jetzt. Wie komme ich da drauf? Ich schieb das Floß jetzt einfach weg. Das ist ja auch Murks. Kommt man denn da drauf? Weiter an Land schieben kann ich es jetzt nicht. Oha, meine Ausdauer. Autschi! Wie komme ich denn auf dieses Floß? Kurz mal. Ah, da stand gerade was mit zu weit oder so. Da war was. Okay, ich muss offensichtlich irgendwie da drauf kommen. Was können wir hier machen? Muss erstmal wieder eine Werkbank aufstellen. Kein Problem. So, und jetzt bauen. Kann ich das hier so als Steg benutzen? Funktioniert das wohl? Wird sicherlich bald instabil werden, der ganze Spaß. Aber wir probieren es mal. Das ist ja Murks. Erstmal hier so ein Ständer vielleicht reinstellen, besser. Mhm. Das Problem ist, wenn ich ins Wasser hüpfe, geht das Baumenü weg. Wie kriege ich das jetzt da am besten vorne dran gesetzt? Wieder mit so einem Balken? Muss ich das jetzt jedes Mal machen? Scheint mir irgendwie ein bisschen overpowered. Bin mir auch nicht sicher, ob der Balken jetzt überhaupt schon... Okay, wir machen es jetzt einfach so. Nochmal im Boden. Das scheint zu funktionieren auf diese Art. Noch ein. Das könnte jetzt schon zu tief sein. Ja, noch einen kurzen draufsetzen. Und jetzt die Platte. Und noch ein. So, jetzt sind wir gleich aus der Reichweite raus. Okay, kann ich hier irgendwie... Oh, nicht unter das Ding. Wieder zurückschwimmen. Mal was essen schnell. Dann haben wir gleich auch mehr Ausdauer.
Hopp. So, wir haben es geschafft. Au, Schreck. Oh, Schreck. Ich bin mir gerade noch nicht so ganz sicher, wie mich das... Ich will an meinen Steg. Kriegst du das hin? Mach jetzt einen riesen Bogen. Okay, also ich merke schon, Thema Floß und so wird eine Sache für sich. Kann ich eine Fackel schnell bauen? Kein Holz mehr. Verflucht. Nass bin ich, weil ich ins Wasser gefallen bin wahrscheinlich. Okay, Floß kriege ich wohl auch kaputt. Und mein Steg wahrscheinlich jetzt auch, ne? Genau. Cool, jetzt habe ich das Floß auch noch festgefahren. Wo kriegen wir jetzt auf die Schnelle ein bisschen Holz her? Da. So, und dann will ich doch mal versuchen. Eine Idee wäre, ein Feuer auf das Floß zu setzen. Darf, oder grundsätzlich erstmal die Frage, darf ich auf dem Floß bauen? Es wäre, also es wirkt auf jeden Fall schon mal so, als würde es gehen. Aber ein Feuer scheinbar nicht. Okay, Wände. Scheinbar nicht. Kiste. Auch nicht. Okay. Eine Fackel stellen wir her. Krieg ich Gesellschaft? Na komm ran hier. Nein. Bisschen Angst vor Feuer hast du wohl, hm? So, rückwärts fahren geht schon mal. Volle Fahrt voraus. Okay, also so kann ich zumindest schon mal rauf und runter laufen. Jetzt ist nur die Frage, kann ich da irgendwas... Irgendwas muss doch da gehen. Weitere Bodenplatten dran setzen. Nee, geht nicht. Also das Floß scheint erstmal so das Erste zu sein. Okay, dann haben wir das Ding aber jetzt zumindest schon mal gebaut. Dann laufen wir jetzt mal zurück nach Hause. Bleibt das da jetzt oder ist das nachher weg? Naja gut, so teuer war es nicht. Wenn es weg sein sollte, haben wir Pech gehabt. Lassen wir erstmal so stehen. Was haben wir hier noch? Ach so, Löwenzahn. Eingangstreppe. Hier würde ich gerne noch, wenn wir gerade schon mal dabei sind, so ein bisschen zumindest. Ja, doch, so ist das in Ordnung. So, dann kommen wir hier rein. Zack, Türe zu. Und dann brauchen wir nachher wieder eine ganze Menge Holz, damit wir hier... Hier habe ich, glaube ich, was falsch gemacht vom Bauen her. Ja, da müssen wir dann nochmal gucken. Aber das werden wir in der nächsten Folge machen. Wie gesagt, ich werde jetzt gucken, dass ich hier offscreen nochmal einiges an Holz zusammenfarme, dass wir hier die Bude einmal richtig zukriegen. Und dann werden wir die angekündigte Erkundungstour in diese Richtung machen. Anstattdessen haben wir heute das Floß gebaut. Ist ja nicht schlimm, machen wir morgen einfach weiter. Wir haben ja keinen Stress. Also an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Abo und ein Like da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns hier morgen wieder zu einer neuen Folge Valheim. Macht's gut, tschüss.